Ich möchte mich natürlich zu den speziellen Auseinandersetzungen hier in Oldenburg nicht äußern. Ich kenne sie nicht, ich kenne auch die anderen Personen nicht. Ich kann nur anraten, in solchen Auseinandersetzungen Respekt und Umgang miteinander zu wahren. Ich habe deutlich gesagt, ich bin kein Freund von der BDS-Kampagne. Ich bin kein Freund von Boykottaufrufen, was Deutschland angeht. Aber ich halte sie nicht für antisemitisch. Und ich finde, man darf auch Leuten, die diese Kampfform unterstützen, nicht unterstellen, dass es Antisemiten sind. So, wenn man da eine Grundlage schafft, sagen wir, erkennen erstmal an, dass das eine Alternative für viele Palästinenser ist, nicht zur Waffe zu greifen. Diese Formulierung übrigens, was in der UNO passiert, ist schlimmer wie bewaffnete Auseinandersetzung, stammt ja aus Israel von der Regierung Netanyahu. Ich bin froh, dass im Moment nicht zu den Waffen gegriffen wird. Ich finde die Anschläge in Israel, die Messerattacken und andere schlimm. Ich möchte das nicht. Ich finde aber genauso die Anschläge in den besetzten Gebieten, was Palästina angeht, katastrophal. Ich weiß nicht, ob Sie mal da gewesen sind. Ich war in Hebron. Ich war an der Grenze dort, wo junge Israelis, denen die Angst schon angesehen hast, mit gezücktem Gewehr durch die Altstadt marschieren. Hass, es kommt immer neuer Hass auf alten Hass. Und wenn man das nicht will, muss man versuchen, Auswege und Aufstiege zu finden. So, und das finde ich für eine vernünftige Politik. Und wenn man sich auf der Ebene respektvoll auseinandersetzt und sagt, was du sagst oder was sie sagt, finde ich angesichts der deutschen Geschichte nicht besonders angebracht. Ich setze es nicht völlig gleich, also damit das auch ausgesprochen ist. Aber lassen Sie uns darüber reden. Das ist besser, wie solche Kampagne zu führen, wo man den Eindruck hat, dass eine bestimmte Auffassung, dass mit Druck versucht werden soll, dass sie sich nicht artikulieren kann. Sie lösen überhaupt kein Problem, wenn sie nicht mit dem anderen reden. Also find ja Ihr Flugblatt, also das, ich habe jetzt schon eine ganze Sammlung von vielen Veranstaltungen. Aber überlegen Sie sich mal selber, also die Autoren, ich weiß ja nicht, wer das ist, was Sie da schreiben. Kein Friede mit den Feindinnen Israels, die Überschrift. Wie wollen Sie denn Gewalt verhindern im Nahen Osten? Dass da eine Masse Feindinnen und Feinde Israels vorhanden ist, das wissen Sie auch. Wenn Sie sagen, kein Friede mit denen, das heißt, Sie müssen auffordern, Krieg diesen Feindinnen und Feinden Israels. Damit lösen Sie überhaupt kein Problem für Israel. Ganz im Gegenteil. Wer zum Schwert greift, das ist nun biblisch, wird durch das Schwert enden. Sie hätten ein mehr schreiben müssen, reden Sie miteinander, Verhandlungen treffen, etc. Aber kein Friede mit den Feinden Israels. Ne? Und dieser Losung nieder mit Deutschland kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich finde die deutsche Geschichte so schlimm und so katastrophal, dass ich immer sagen muss, in Deutschland muss man endlich anfangen, seine Geschichte aufzuarbeiten. Der Kanzler, der die Verträge mit Israel geschlossen hat, sehr zu Recht übrigens, hatte einen Staatsminister, Globke, der Kommentator der Nürnberger Rassegesetze. Das war der Kanzleramtsminister dieses Landes. Dieses Land hat seine Nazi-Vergangenheit nie ernsthaft aufgearbeitet. Und das muss man aussprechen, gerade wenn man über die Beziehung zu Israel redet. Und solche Sachen kann man einfach nicht vorbeigehen. Dann denken Sie doch mal nach, ob es nicht Formen gibt, wo man Menschen mehr an einen Tisch bringt. Also ich habe im Bundestag organisiert, das ist zu dieser Teil, wo ich sehr zufrieden mit bin, mit israelischen Freunden zusammen, mit palästinensischen Freunden zusammen, eine Ausstellung, wo Künstlerinnen und Künstler aus Israel, aus Palästina, in Bildern, Grafiken, ihre Lebenssituation geschildert hat. Die ist übrigens eröffnet worden vom Parlamentspräsidenten Lammert. Diese gemeinsame Arbeit mit israelischen Bürgerinnen und Bürgern und palästinensischen Bürgerinnen und Bürgern an einem Projekt, wo das Leiden auch in den Bildern, in der Kunst und der Kultur ausgedrückt wird, schicke Ihnen gerne den Katalog. Schauen Sie mal rein. Glauben Sie nicht, dass es eine bessere Form ist, wie zu fordern, dass einer nichts sagen oder nichts schreiben darf? Also ich bestehe auf solchen Formen des Dialoges. Ich bringe viel, viel mehr. Applaus.
wenn ich mir die eine Frage noch aussuchen schönen Dank, dass ich sie gestellt habe, jetzt die Konferenz in Frankreich. Das ist eine Entscheidung der französischen Regierung, die in der Frage Israel, Palästina, Zwei-Staaten-Lösung oder Ein-Staaten-Verbleib, Besatzung ist ja das Korrekte, was passiert, vorgeschlagen haben, eine internationale Konferenz, wo die Zwei-Staaten-Lösung praktisch über eine internationale Konferenz vorangetrieben werden soll. Israel hat gleich gesagt, sie sind nicht interessiert dran. Die werden an dieser Konferenz auch nicht teilnehmen. Der Grund ist, dass auch die palästinensische Autonomiebehörde, Ramallah sitzt, eingeladen ist, praktisch wie ein Staat an dieser Konferenz teilzunehmen. Ja, ist das vernünftig, sowas zu machen oder nicht zu machen? Ich finde es hochvernünftig. Deutschland drückt sich, also überall sagt Steinmeier, ne? Deutschland, Frankreich, wir machen zusammen Außenpolitik. In der Frage drücken sich. Da ist Frankreich vorangegangen. Bin gespannt, was das Ergebnis dieser Konferenz sein wird. Nach dem Umgang von Netanyahu mit den Beschlüssen, mit der Haltung der USA und den Beschlüssen der Vereinten Nationen, wird Israel sich leider noch mehr in die Isolierung bringen. Das ist das große Problem. Man muss in Israel, ich tue es zumindest überall anraten, isoliert euch nicht, geht auf Bewegung zu, versucht vor allem im eigenen Lande Isolierung zu überwinden. Die drittstärkste Partei in der Knesset, im israelischen Parlament, ist die Einheitspartei, die besteht aus Jüdinnen und Juden und Arabern. Zum endlich mal eine gemeinsame linke Partei, wo beide Ethnien vertreten sind. Das halte ich für einen gewaltigen Fortschritt. Und munter auch immer in diese Richtung. Also ich befürchte leider, dass diese Konferenz wird im Wesentlichen kein neues Ergebnis bringen. Man wird sich im Großen und Ganzen hinter das stellen, was die Vereinten Nationen beschlossen haben. Und wenn man wirklich was Gutes tun will für vernünftiges Verhältnis im Nahen Osten, dann lassen Sie uns doch gemeinsam auf Israel und Palästinenser einwirken, zu sagen, auch wenn wir vielleicht hier in Oldenburg sind, wir versuchen, die an einen Tisch zu holen. Wir versuchen, mit gemeinsamen Projekten Gesprächsfäden zu knüpfen. Das wird dem Staat Israel gut tun, das wird dem kommenden palästinensischen Staat gut tun. Ich habe angefangen mit einer Literaturempfehlung, lesen Sie Amos Oz, Judas, lesen Sie die Kriminalromane von Bat Yagur, die leider verstorben ist, die große israelische Schriftstellerin, da lernen Sie das israelische Altersleben kennen, kann ich Ihnen nur empfehlen. Wir kennen viel zu wenig und ich habe manchmal den Eindruck, wir wollen auch viel zu wenig wissen von dem Nachbarn oder von dem Kontrahenten. Das ist das, was ich versucht habe mit diesem Buch zu machen. Ich bedanke mich für die streitbare Debatte, das macht mir auch Spaß, das brauche ich auch und war sehr schön. Herzlichen Dank.